Wir reagieren auf Can Brok, Beşiktaş vs. Galatasaray. 3-1 live aus dem Stadion. Meine Ohren sind geplatzt. Meine Damen und Herren, es geht los. Ihr habt es im Titel schon gelesen. Beşiktaş gegen Galatasaray Derby live aus dem Stadion. Wir haben uns schon 2 Wochen auf diesem Kanal nicht gesehen. Und deswegen hoffe ich auf ein gutes Video. Ich möchte einfach nur, dass Beşiktaş gewinnt, okay? Mehr nicht. Ich habe diesen Flughafen öfter als mein Vater gesehen. Und diesen Satz habe ich auch öfter gesagt, als ich meinen Vater gesehen habe. Ich habe Hunger und ich bin müde, Bruder. Das ist keine gute Mischung. Das ist keine gute Kombination, nein. Junge, warum? Mach mal endlich auf, wir gehen zu einem Beşiktaş-Spiel. Wir sind jetzt eingecheckt und es ist was richtig Unangenehmes passiert. Sie gibt uns so die Karten und sie sagt, du bist doch dieser Can Brok, oder? Ich so, ja. Du hast mich mal in einem Video dumm angemacht, als ich am Arbeiten war. Ich so, echt? Heißt du, sowas würde ich niemals machen. Ich glaube, ich habe einmal gemeckert wegen Koffer oder so. Naja, am Ende habe ich mich bei ihr gerade entschuldigt und sie hat dann gelacht und sie meinte, du kannst ja jetzt was Nettes im Video sagen über mich. Ich habe was Nettes gesagt, liebe Grüße. Endlich sind diese Zeiten vorbei, als ich hier angestanden bin, um 20 Euro für ein Baguette auszugeben. Nach 2 Jahren habe ich eine American Express-Karte. Das heißt, ich darf in der Business Lounge essen. Ich überlege mir auch mal, irgendwann mal eine zu machen, wenn die Zeit reif ist. Aber jetzt brauche ich jetzt nicht unbedingt, ist jetzt nicht so notwendig. Da gibt es andere notwendigere Dinge, die ich jetzt klären müsste. Lounge, da gehöre ich nämlich hin. Es riecht nach Schweinebägen. Was ist das denn? Frikadellen, Meatballs. Meinst du, die sind halal? Was denn? Na, die Schweinebowls. Nee, Bro, die sind wirklich... Guck mal. Und dafür macht man American Express, oder was? Du hast viele Vorteile. Du kannst ja auch... Für das da? Du kriegst auch woanders Rabatte und sowas. Und du sammelst so Punkte. Und dann kannst du Sachen geschenkt bekommen. Ja, okay, gut. Aber ich meine, Can hat das übel groß geredet. Er meinte, Alter, man hat einen extra VIP-Raum, wo man essen kann und sowas. Ich will ja nichts sagen, Bro, aber was ist das? Das sieht aus wie eine Schulkantine. Das ist in der Kantine oder so gewesen. Ich bin glaub, genau das wollte ich nicht, Bruder. Mann. Okay, ich mach mir einfach Brötchen mit Käse. Ali, was willst du trinken? Boah, was haben wir denn hier? Wir haben alles, was du brauchst. Das sieht eigentlich gut aus, ja? Ja, komm, den nehmen wir mit. Ja, für den Flug. Bisschen Cola. Kann man alles mitnehmen, Bruder. Ist alles im Preis enthalten. Passend zu Beşiktaş und zu den Gewinnern haben wir hier das Gewinnerfrühstück. Ich fühle mich so, als wären wir in der Schulmensa. Düsseldorf, seid ihr gut drauf oder was? Die Frau hat uns einfach geile Plätze gegeben. Einfach Terminator-Schule. Was passiert hier, Bruder? Bismillah. Boah, ist ja voll eng hier, Alter. Na, ich bin fett. Wie soll ich jetzt den Film gucken? Oder soll ich so gucken? Was ist das, Bruder? Das muss doch so stehen bleiben. Bitte helfen Sie mir, ich befinde mich in Gefahr. Guck mal, Leute, die gehen alle Ümre machen und wir gehen zu einem Spiel. Amnion, ach, bäh. Möge Gott uns recht leiten. Amin. Guck mal, wer wieder da ist. Furkan, mein Bruder, wie geht's dir? Boah, das hast du mir abgenommen, Mann. Ja, Bruder, muss. Das, was du abgenommen hast, ist bei mir wieder draufgekommen. Wer ist Furkan? War er schon mal in einem Vlog dabei? Wir kommen am Beşiktaş Stadion. Wir fahren da gerade vorbei, weil wir Richtung Hotel fahren, unsere Sachen ablegen müssen. Boah, was ein geiles Wetter, Mann. Ein. Ich wünsche in Deutschland auch so ein Wetter. Checken dies, das, frisch machen, Ali ist am Schlafen, er ist tot. Und dann gehen wir noch Anton in sein Hotel besuchen und dann gehen wir die Karten schnappen. Es steht noch immer nicht fest, ob wir die Karten bekommen oder nicht. Da wir Furkan dabei haben, wird das Ganze schon. Wo ist das? Istanbul oder? In welcher Stadt ist die Fußballmannschaft Beşiktaş? Istanbul, ja? Also Galatasaray ist in Istanbul. Ja. Ja, hallo? Walla, Bruder, kann man machen. Hätte ich das vorher gewusst, wäre ich schon viel öfter hier gewesen, Walla. Aber ich glaube, ich darf nicht so viel Werbung machen, weil ich ja Partner von Milia bin. Milia räumt in Istanbul keine Hotels. An der Stelle, Leute, eine Einzimmerwohnung kostet dort immer noch 2 Millionen Euro. Man kann von da ins Stadion reingucken. Könnt ihr das sehen? Boah, stimmt. Ja, das hat mal Can in der Story gezeigt. Der hat sich mal überlegt, hier eine Wohnung zu kaufen, aber die war ein bisschen zu teuer. Weil ich keinen Bock habe, irgendwelche Kopfschmerzen mit meiner Vlogkamera zu kriegen, weil ich weiß, wie es ist, wenn man in Beşiktaş Stadion reingeht, nehme ich ab jetzt mit dem Handy weiter auf. Wir gehen jetzt in Anton sein Hotel. Das Wetter in Istanbul ist heute so gut, Bruder. Gerade aus Deutschland mit Regen, jetzt sind wir hier, einfach die Laune verändert sich. Es ist, wie es ist, Bruder. Hier haust also Anton. Ach du Scheiße. Boah. Eieiei, wen haben wir denn da? Hallo, heute. Visca Barca. Besser, Mann. Ich habe damals immer seine Call of Duty Videos geschaut. Heute mache ich dich zum Beşiktaş-Fan, Anton. Beşiktaş. Wir gewinnen heute, Bruder. Leider geht es nicht mehr um so viel, aber ganz direkt. Warum ist er beim Spiel dabei? Was hat Visca Barca, ein Barcelona-Fan, mit Beşiktaş und Galatasaray zu tun? Guck, dieses Spiel, weil alle wollen, dass, also Fener will auch, dass wir gewinnen, weil das wird ein Kampf zwischen denen. Weißt du, meine? Ne? Wir werden sowas von gewinnen, Bruder. Can, ist es offiziell immer noch das lauteste Stadion der Welt? Ist es. Okay, ist es. Ist Can klein oder? Oder war es so groß? Ich glaube, John ist ein bisschen klein, ja. Danke, dass du mich mitnimmst und so, ne? Bruder, danke, das hat damit nichts zu tun. Ich bedanke mich, dass ich überhaupt dabei bin und dass wir generell zusammen diese Videos drehen können. Das ist geil, Bruder. Ich freue mich extrem. Guckt euch das jetzt an, Bruder. Guck mal, wo wir schlafen. Guck mal, wo er schläft. Nein. Boah, Junge, was ist das für ein Hotel? Ja, nee. Ich hab 2 Placements. Ich wollte es mal schon. Scheißegal, Bruder. Die geht's gut. Ach du Scheiße, was geht denn hier ab, Alter? Da schläft ein einzelner Mann. Nein, Visca Barca schläft hier. Alter! Ich sag's euch, wie es ist, Leute, davon distanziere ich mich aber sowas von. Digga, was geht denn hier? Was ist das für eine Aussicht, Land? Anton, ich bin sehr stolz auf dich. Du ziehst seit Jahren durch und das hast du dir alles verdient. Danke, Bro. Was kostet dir denn das? Oh, Digga, soll ich's echt sagen? Ja, sag es. 1K. Ach.
Boah, scheiße. Ey, aber ich bin nicht alle Tage bei Besiktas Gala und ich wollte das Maximum rausholen. So, alles so. Er macht alles wie fürs Video und für euch, so, weiß ich mal. Digga, lass mal nach oben. Was ist das denn? Guck mal. Alter. Digga, ich sag's euch, wie es ist. Istanbul ist krass, ja. Boah, was ist denn hier los, Alter? Digga, guck doch. Boah, Istanbul kenne ich von dieser Seite gar nicht. Zuletzt, als ich in Istanbul war, war ich in so einem Billo-Hotel. War richtig lash. Das war vor über einem Jahr. Das da, was ist das? Das ist krass. Ich wusste gar nicht, dass es solche Hotels gibt in Istanbul. Ja, Aussicht an, ja. Maschallah, guck mal. Moschee und in der Nähe vom Stadion. Ich mach jetzt eine neue Taktik. Ich nehme einfach das auf, was Anton aufnimmt. Auf jeden Fall, wir müssen uns gerade besiegen nach Donnerstag. Ja, und weiter, Anton? Wie geht's weiter? Was? Nee, ich mach dir einfach nach. Ach so. Ich muss jetzt gucken, wie du deine Videos machst, damit ich eins nachmachen kann. Der nimmt ja auch nur mit einem Handy auf. Der hat über 1 Million Abonnenten und nimmt auch nur mit einem Handy auf. Also daran merkt man, Chat, wenn es hier Leute gibt, die gerne anfangen würden mit YouTube, ihr braucht da keine krasse Technologie. Fangt einfach an, nehmt euer Handy, macht Videos. Weißt du, was ich meine? Ihr braucht keine Kamera, die 5000 Euro kostet. Ihr könnt einfach mit eurem Smartphone YouTube-Videos drehen. Tickets ab. Okay, perfekt. Stimmt, wir gehen jetzt unsere Tickets abholen. Ich hoffe, das klappt, Alter. Natürlich, Bruder, komm, du machst mit mir, ich mach mit dir ein Foto. Wie viel gewinnen wir heute was? Kann ich es auch mit meinem Samsung Galaxy S2 Mini machen? Kannst du im Prinzip auch machen, aber das ist ein bisschen zu billig, sag ich mal. Damit kann man jetzt nicht wirklich Vlogs aufnehmen oder Videos aufnehmen. Bevor ihr euch eine Kamera holt, holt euch gleich einfach ein gutes Handy, dann habt ihr beides. Genau, richtig, ja. Was ist deine Prognose? 3-1. Locker, auf ganz locker. Hey, ciao, ciao. Anton, das ist auch dein erstes Mal im Besiktas-Stadion, oder? Ja. Du kennst dich ja besser aus als ich mit Kameras und so. Da fragt gerade einer, ob er mit Nintendo DS Kamera aufnehmen kann. Nintendo DS hat keine Kamera. Ja, nur Nintendo DSi. Und Nintendo 3DS hat Kamera. Ja. Du musst dir leider ein anderes Nintendo. Kannst auch mit deiner Nintendo Wii aufnehmen. Und du bist zum geilsten Spiel einfach gekommen, Bro. Das wird richtig geil, Allah. So stell ich mir meine Familie vor, Bruder, wenn ich mal geil habe. Ich will 3 Kinder und alle mit Trikots, Bruder. Meine Damen und Herren, darf ich euch vorstellen, das schönste Stadion auf der Welt, Vodafone Park. Was geht, Jungs? Überhalte das Spiel, Bruder! Woher kommt das gleich? Also auch wenn das lauteste Stadion der Welt ist, ich glaube, keiner von denen ist so laut wie Can. Österreich! Okay, wie viel spielen wir heute? Bro, 3-1. Miese auf ganz locker, auf ganz locker, auf ganz locker. Endlich, Bruder, ohne Kopfschmerzen. Schon wieder sind wir schwarz reingekommen. Ja! Angekommen im Store. Wir ziehen uns jetzt 2-3 Trikots. Das wird geil, Bruder. Ich kaufe alle ein Trikot, Anton jetzt ein Trikot. Allah, ich mach die Jungs zum Besiktas-Schluss. Was geht ab, Jungs? Wie viel gewinnen wir heute? 3-1. Auch ganz locker. Junge, alle sagen 3-1. Junge, warum ist meine Heimat nicht erfolgreich beim Fußballspielen? Ich würde da auch gerne hingehen und so mit der Community, mit meinen Landsleuten hingehen und Spaß haben, weißt du, ich meine. Aber leider haben wir nicht mal einen Landeplatz. Oh, Junge, was habt ihr denn alle für schöne Klamotten an, aber? Sehr schön, sehr stark. Wie viel spielen wir heute? Ja, wie viel spielen wir? Was? Ganz schnell raus aus diesem Store hier. 3-0. 3-0? Ja, 3-1, okay. Das ist deine Frau? Du musst deiner Frau ein Tor geben, Bruder. 3-1, okay. So, die Gang ist ausgestattet. Alle haben Trikots an. Am meisten steht's aber Anton. Aber Ali ist auch ein schöner Mann. Sehr schön, sehr schön. Wir haben unsere Tickets, wir haben unsere Trikots. Jetzt gehen wir was essen. Ich hab Bock auf Pilau mit Kudu-Fasulje, Bruder. Bruder, wo sind wir? In Istanbul oder in... Guck mal, dieser Vibe, wie viele Menschen da sind. Das sieht aus wie Las Vegas. Also von den Menschen her, meine ich. Also das Gebäude sieht ja nicht aus wie Las Vegas. Schau euch diese Menschenmassen an, Bruder. Schau dir das mal an. Einer meiner Favorites in Istanbul. Hier schmeckt der Reis und die Bohnen sehr, sehr lecker, Bruder. Ich freue mich extrem drauf, ohne Witz. Pepsi in der Türkei, geisteskrank. Puff. Digga, das ist der Shit. Nur wie der sich freut, Alter. Ich habe Can noch nie in meinem Leben so glücklich erlebt wie in diesem Video. Oh ja. Das freut mich ehrlich. Wir haben unser schönen Reis. Ein bisschen Joghurt. Der müsste eigentlich öfter solche Stadion-Vlogs machen. Weil ich glaube, es macht ihm Spaß. Chucky, ja. Ab Chucky, ja. Boah. Wie bei Mama zu Hause. Ja. Jungs, wir haben doch gerade gegessen, Alter. Was ist hier los? Bruder, das war direkt raus. Das ist einfach Mais. Also isst ihr jetzt wirklich Mais, oder was? Oder lecker. What the fuck? Ist das zum ersten Mal so? Guck mal, Leute. Kennt ihr den? Der haben die jeden einzelnen Maiskern mit der Hand abgerissen und dann in einen Becher getan oder was? Oder wie haben die das abgemacht? Ja, dafür gibt es professionelle Maiskornarbeiter, die werden ausgebildet. Das kann nicht sein, das glaube ich nicht. Bist du krass, Mama? Den habe ich schon auf Instagram gesehen. Junge, was ist das für ein Vibe? Ist das einfach so irgendein Typ? Das nächste Mal gehe ich mit, ohne Witz. Was ist das? Das ist voll geil. Ich werde auch gern dabei. Hätte ich gewusst, dass es so geil ist, wäre ich mitgegangen.
Noch eine Stunde bis zum Spiel. Wir gehen erst zur zweiten Halbzeit. Es war zu anstrengend heute. Gute Nacht. Weck mich dann. Ja, schon, ne? Dann kann man auf jeden Fall aus dem Stadion fahren. Und wann fängt das Spiel an? Die sind 3 Tage am Feiern, oder was? Geht los, Bruder. Die Stadt brennt. Es ist voll, voll, voll. Ein schöner Mann. Ah, das schönste Stadion der Welt. Digga, es ist jedes Mal ein so schönes Erlebnis, hier reinzukommen. Der fühlt es einfach. Boah, aber schau dir das mal an, ey. Das ist echt krass. Anton! Ja? Wie sieht's aus? Geisteskrank. Ach, du, wir sind VIP, wir sind da für oben. Habt ihr Ferngäste dabei? Ja. Ein schöner, schöner Abu Bakar. Abu! Netzi! Ich kann nicht mehr kommen. Meine Ohren! Digga, wir sitzen schon weit oben, man kriegt trotzdem Ohrenschmerzen, wenn gepfiffen wird. Ich will gar nicht wissen, was passiert, wenn gerade den Ball berührt. Seine Stimme ist schon weg. Man hört seine Stimme, der hat so sehr geschrien. Seine Stimme ist schon längst weg. Schöne, schöne Männer. Ein schöner, böser Mann. Ein Soldat. Gelbe Karte, Schiri! Gefällt mir gar nicht gerade, was ich sehe. Der fühlt es übel, Bro. Kostabu! Ja, es gibt halt manche Menschen, die feiern Boxkämpfe, ja, ja. Manche feiern Basketball. Denn Can, seine Leidenschaft ist halt Fußball. Besiktas, weißt du, was ich meine? Oh, Abu, was los, Mann? Digga, die Jungs spielen nicht gut bis jetzt. Sie spielen nicht gut. Wo bleibt die gelbe Karte? Wo bleibt die gelbe Karte? Erste Ecke, Grafrey. Und wenn das so... Ich will gar nicht wissen, wie der gleich ausrastet, wenn die gewinnen. Der wird austicken. Wie ahne ich Böses? Die haben auch noch 1-0 geführt. Die haben 1-0 geführt und jetzt machen die gleich 3 Tore. Okay, das ist krass. Boah, was muss das für ein Feeling gewesen sein für Can? Digga, bin ich irgendwie im falschen Film? Bin ich irgendwie im falschen Film? Warum bin ich kein Fußball, Bruder? Warum bin ich kein Fußball? Ich zieh dich durch, Bruder. Aha! Ja! Aber was war es für ein Spiel? War das Super League oder was? Oder war es ein Freundschaftsspiel? Super League oder was? Und das war Halbfinale oder Viertelfinale? Was war das? Weil ich kenne mich mit Super League nicht aus. Normales Ligaspiel. Warum sagt ihr dann Finale? Warum verarscht ihr mich? Deine Stimme ist komplett weg. Hey, 1-1 zur Halbzeit. Eure Analyse zum 1-1. Ja, bestimmt, das kam gegen Ende immer besser ins Spiel. Ja. Also, ich ist offen eigentlich. Ich kann beide noch gewinnen. Gut! Gut! Was macht ihr denn? Was macht ihr denn? Komm. Gib's dir und geh auf mit der Premium! Oh, das gibt's nicht! Er hat zu schwarz. Der Ball will nicht rein! Boah, das ist schon spannend, aber ohne Witz. Ich war noch nie in einem Stadion. Warst du schon mal? Nee, ich auch noch. Würdest aber ich du bin mal? Kein Fußball rein. Ja, aber würdest du einfach ja, also, mal? Also, safe werde ich irgendwann gehen, aber. Ich würde schon gerne mal so fürs Feeling. Ich war aber auch noch nie in einer Boxarena. Zu Kampfsport würde ich auch mal schauen gerne. Bei dem Spiel wurde entschieden, ob Fenerbahce noch Galatasaray überholen kann. Ach so, okay. Also war es doch ein entscheidendes Spiel. Ich hab den Ball schon immer. Geh mal zu VfB-Spiel oder so. Könnte ich mal wirklich machen, ohne Witz. Boah, ich überleg, ja? Soll ich das mal vloggen? Ausgesehen! Ich hab den Ball schon immer ausgesehen! Oh, ich hab so Angst, dass wir das 2-2 kassieren, ohne Witz. Es geht hier hin und her, es geht hier hin und her. Ich hab keine Kraft für sowas. Es ist nur noch ein Verteidigen. Der klingt wie so ein langjähriger Zigarettenraucher. Also hätte er schon mit 6 Jahren angefangen zu rauchen. Minuten meines Lebens. Ich kack mir gleich in die Hose. Oh Gott. Boah, was ein Tor. Okay, das war ein krasses Tor. Was ein Tor. Wie vierte Minute war das? Der hätte eigentlich die Minuten einblenden sollen. Das wäre auch interessant.
90. Minute plus 2 Minuten was? Verlängerung. Boah, okay, das ist krass. Ich hab euch alle gefickt auf Instagram. 3-1 hab ich euch gesagt. Der hat es gesagt, 3-1. Hätte er getippt, hätte er massenweise Geld gemacht jetzt. Naja, Haram-Geld halt. Aber er hatte recht. 3-1. Oh mein Gott! Meine Damen und Herren, damit beende ich dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt diesen wieder einen Daumen hoch. Abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf. Schreibt mal in die Kommentare, ob ich auch mal mitgehen sollte zu so einem Stadion. Also ich hätte schon Lust. Wenn ihr auch Bock drauf habt, dass ich das vlogge, dann bin ich auf jeden Fall am Start. Und wenn ihr wollt, dass wir auf weitere Champ-Brock-Videos reagieren, dann lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns. Tschüss. Ciao. Thank you.